Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Thomas Friswölting. Ich bin Dekan des Fachbereichs 08, Geschichte, Philosophie. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, dass so viele von Ihnen zu einem für den Fachbereich ganz besonderen Anlass gekommen sind. Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Herr Rektor, selbst die Universitätsspitze ist mit dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Tanja Beck, lieber Hans Beck und auch wenn Sie nicht da sind, Fabius und Luis, möchte ich dennoch grüßen, die beiden Söhne der Familie. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Der Anlass, meine Damen und Herren, ist es allemal wert. Antrittsvorlesung. Dazu haben wir uns heute versammelt und begehen damit einen der schönsten Anlässe, die einen Fachbereich wie der unsere ausrichten. Ab ca. 1500, plus minus 100 Jahre, darauf kommt es im Moment nicht an, kommt an mitteleuropäischen Universitäten diese Tradition auf, dass sich neu berufene Professoren und später dann auch Professorinnen nicht nur den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch der Universitätsöffentlichkeit und darüber hinaus vorstellen. Wir brechen heute mit dieser alteuropäischen Tradition in zweifacher Hinsicht. Es ist nicht die erste Vorlesung, die Hans Beck in Münster hält, der ist bereits seit dem Wintersemester des vergangenen Jahres hier und unterrichtet schon eine ganze Reihe von Studierenden. Und uns geht es nicht vorrangig um die Diskussion der Thesen, die uns Hans Beck gleich vorstellen wird. Das war nämlich der Anlass von Antrittsvorlesungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, den Kollegen intellektuell einmal so richtig herauszufordern, sondern wir gestalten diesen Anlass vor allem als soziales Ereignis, zu dem Angehörige und Freunde ebenso zusammenkommen wie die Kolleginnen und Kollegen. Wissenschaft ist auf den Kontakt, das Gespräch und den Austausch untereinander angewiesen. Gerade in einer Phase von Wissenschaften, in der wir Internationalisierung und neue elektronische Formen der Veröffentlichung ganz nach oben stellen, hat diese Form unseres Geschäfts ein ganz eigenes geprägt. Wissenschaft ist auch an den Ort, auch an die dort versammelten Menschen gebunden. Wissenschaft ist auch und gerade lokal. Wenn Sie jetzt, meine Damen und Herren, die Stirn runzeln und darüber nachdenken, Ihren Plattitüden-Detektor zu zücken, dann würde ich Sie noch um 2-3 Minuten gedulden. Denn diese zweifelsohne sehr allgemeinen Überlegung hat viel mit dem wissenschaftlichen Schaffen desjenigen zu tun, der sich uns heute vorstellt. Ich will das kurz herleiten. Hans Beck hat alte Geschichte und Politikwissenschaften in Erlangen und an der University of Kent at Canterbury studiert und mit dem MA in alter Geschichte in Erlangen, Magister Artium muss es damals gewesen sein, Entschuldigung, mit dem Magister Artium in alter Geschichte in Erlangen abgeschlossen. Anschließend hat er 1994 bis 1996 den Promotionsstudiengang in alter Geschichte in Erlangen und in Cambridge absolviert. Er wurde dann 1996 mit einer Arbeit über Polis und Koinon Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert vor Christus zum Dr. Phil in alter Geschichte in Erlangen promoviert. Von 1997 bis 2004 war er dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Assistent an der Universität zu Köln. Er verbrachte einen Term als Junior Fellow am Harvard Center for Hellenistic Studies in Washington D.C. und war dann 2003 zudem Gastwissenschaftler an der Universität zu Athen. Es folgte die Habilitation in alter Geschichte, wieder an der Universität zu Köln 2004. Die Habilitschrift wurde dann veröffentlicht als Karriere und Hierarchie, die römische Aristokratie und die Anfänge des Cursus Honorum in der Mittleren Republik 2005 dann publiziert. Hans Beck erhielt daraufhin ein Heisenberg-Stipendium an der Universität Frankfurt, um dieses aber bereits 2005 wieder zu beenden und einen Ruf als Professor für Ancient History John McNaughton Chair of Classics am Department of History an der McGill University in Montreal zu folgen, wo er seither lehrte und dann ab 2007 als Director of Classical Studies. Und im Wintersemester 2018-2019, Hans, das ist das vorläufige Ende des bisherigen Cursus Honorum, kam er dann zu uns an die WWU in Münster. Es gibt zahlreiche Ehrungen, Fellowships und Stipendien, unter anderem den Anneliese-Meitner-Preis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Ich möchte nur die bislang letzte, da besonders außergewöhnliche, herausgreifen. Hans Beck ist seit dem vergangenen Jahr Mitglied der Royal Society of Canada und hat damit
eine der höchsten Ehrungen in der kanadischen Wissenschaftslandschaft erhalten. Ich bin, meine Damen und Herren, nicht sicher, ob ich der Richtige bin, um kompetent die wissenschaftlichen Ergebnisse von Hans Beck einschätzen zu können. Ich verweise auf eine große Liste, eine lange Liste von Aufsätzen und Monographien, die Sie leicht übers Internet finden können. Aber einen roten Faden will ich zumindest benennen, der auch mir als Zeithistoriker und damit 1800 bis 2000 Jahre entfernt von dem, was Hans Beck macht, aufgefallen ist und der mir gerade deswegen besonders aufregend erscheint, weil er bis heute nichts an Aktualität verloren hat. All politics is local. Das könnte eine Formulierung von Hans Beck sein. Im Mittelpunkt seiner Forschung steht nämlich die Frage nach den Voraussetzungen und dem Funktionieren von Politik in der griechischen und römisch-republikanischen Geschichte. In seiner Dissertation beispielsweise untersucht er die geografischen und ethnischen Bedingungen für die institutionellen Formierungen in griechischen Bundesstaaten. Unter Einbeziehung eines sehr differenzierten methodologischen Instrumentariums analysiert er dabei die Strukturen und Wirkungen des griechischen Föderalismus. Der Clou dabei, so scheint es mir, ist, dass er verschiedene Elemente zusammendenkt und analysiert, die sonst meist getrennt behandelt werden, nämlich das Zusammenwirken von Identität, Ethnizität und innen- sowie außenpolitischen Rahmenbedingungen, all das betrachtet in Hinsicht auf das Funktionieren der griechischen Polis. Diesen Konnex diskutiert er dann von der Archaik bis in den Hellenismus und darüber hinaus sehr eingehend. All politics is local. Wie aktuell diese Überlegungen sind, zeigt der Hinweis, dass es eben nicht oder nicht zuvorderst Hans Beck war, der diese Formulierung bekannt gemacht hat. Das war der amerikanische Politiker Thomas O'Neill, der langjährige Vorgänger von Nancy Pelosi, der Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, die vor allem wegen ihrer energischen Gegnerschaft zum Präsidenten kam. Was O'Neill damit meint, gilt wohl nicht nur für die historische Analyse, sondern ebenso für den Umgang heute im Wissenschaftsbetrieb. Politisches Handeln, auch wissenschaftliches Handeln, ist an verortete Gemeinschaften gebunden, an Verständigungs-, Verantwortungs-, Verpflichtungs- und Praxisgemeinschaften. Politik in dem Sinne ist dann weder Wohltätigkeit noch Kampf für den eigenen Vorteil oder darf doch keins von beiden ausschließlich sein. Ihr Thema ist dann die gerechte Ordnung eines Ganzen, das sich als Ganzes versteht und Mitglieder hat, die sich für es verantwortlich fühlen und berechtigt, in der Lage sind, es mit zu gestalten. Das hatte, meine Damen und Herren, O'Neill seinen Kolleginnen und Kollegen im Repräsentantenhaus in Stammburg geschrieben. All politics is local. Ich freue mich, dass wir heute diesen so prägnanten Gedankengang gleich in zweifacher Hinsicht aufnehmen. All research is local, wenn wir heute diese Antrittsvorlesung zusammen begeben. All politics is local. Ich bin gespannt, Hans, wie viel von diesen leitenden Gedanken deiner Forschung bei der heutigen Antrittsvorlesung wieder aufgenommen wird. Warum wir eine neue griechische Geschichte brauchen, Hans, du hast das Wort. Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Thomas, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich vor allen Dingen aber auch, dass ich hier und eine Antrittsvorlesung an dieser wunderbaren Universität hier abliefern darf. Das ist etwas ganz Besonderes. Herr Rektor, ich begrüße Sie ausdrücklich, freue mich sehr. Meine Damen und Herren, kulturelle Kommunikation geht nicht nur durch den Kopf, sondern sie geht auch durch den Bauch. Im 4. Jahrhundert vor Christus verfasste ein gewisser Archestratos von Gela ein umfassendes Lehrgedicht unter dem Titel Heripateia, verschiedentlich übersetzt als genussreiches Leben oder manchmal auch als Lehre vom Genuss. Die Schrift war ein Streifzug durch die kulinarischen Landschaften
griechischen Welt, von Magna Graecia nach Asia Minor, so wie sie von den Konsumwelten der griechischen Städte vorgezeichnet wurden. Abgefasst in daktylischen Versen, von denen immerhin über 330 erhalten sind, abgefasst in diesen Versen führt uns Akestratos unter anderem die reiche Vielfalt griechischer Brotsorten vor Augen. Lesbos, Theben, Thasos, Athen, alle die Brote dort nach eigenem Rezept gebacken und oft mit eigenwilligen Eigennamen. In den thessalischen Städten war ein Brot, das man den Ungehobelten nannte, das Ungehobelten besonders schmackhaft, wie Sie hier sehen. Die Fragmente des Akestratos haben den Charme eines Schlemmerbreviers. Ambrakia konnte als Zentrum des Jakobsmuschelfangs gelten. Es war in dieser Hinsicht ebenso berühmt wie Abydos für seine Austern. Kopais Aal war aufgrund seiner Länge und seines Geschmacks unschlagbar. Diese Beobachtungen waren indes mehr als bloßes kulinarisches Kuriositätenkabinett. Denn gedanklich entwickelte Akestratos das literarische Sujet weiter, das sich auf lokale Nomima, also lokale Traditionen und Gebräuche in der griechischen Welt konzentrierte und diese konsequent lokal einordnete. Hekataios aus Milet und nach ihm Herodot hatten diese Nomima natürlich ebenfalls klar im Blick. Die Erzählungen beider waren gespickt mit lebendigen Beschreibungen kultureller Idiosynkrasien. Hekataios etwa vermerkt in seinem dritten Buch, dass ein arkadisches Mahl typischerweise aus Gerstenkuchen und gegrilltem Schweinefleisch bestand. Was bei Hekataios von weit gespanntem ethnografischem Interesse geleitet war, wurde bei Akestratos zum kulinarischen Markenzeichen. Akestratos identifizierte und isolierte lokale Distinktion. Die eigentliche Kommunikationsleistung, insbesondere die kulturelle Kommunikationsleistung, lag aber darin, dass Akestratos die Bühne ausleuchtete, auf der eine jede Polis gastronomisch brillierte. Gleich einleitend sprach Akestratos davon, ganz Griechenland eine Darlegung seiner Nachforschungen geben zu wollen. Wobei die Ganzheit dieses Adressatenkreises in sichtbarer Dichotomie zur räumlichen Fragmentierung dieser Nachforschungen stand. In den Jahrzehnten zwischen Hekataios und Akestratos entstand eine literarische Figur, die lokale Distinktion in poetischen Ketten aufreihte. Die Idee war letztlich homerisch. Einzelne Orte in der Ilias etwa durch besonders prägnante Charakteristika ausgewiesen sind. Aulis ist steinig, Kalydon steil, Thisbe taubenumschwärmt und so weiter und so weiter. Pindar spitzte zu. Hunde aus Sparta, Ziegen aus Skyros, Waffen aus Argos, Wagen aus Theben und so weiter. Staccatos wie diese bezeugten zum einen kulturelle Kennerschaft. Zum anderen erinnerten sie ihre Zuhörer aber daran, dass kulturelle Dynamik und Adaption in der griechischen Welt allenthalben von lokaler Diversität geprägt war. Ja, dass diese Lokalität von Kultur die eigentliche Triebfeder war. Die Nomima, der Polis, schufen lokale Lebenswelten. Das heißt, lokale Wissenskulturen, Erfahrungshorizonte und Sinnsysteme, die den Diskurs in der Stadt beflügelten. Und schon 30 Kilometer weiter, in der nächsten Stadt, Flügel lahm war. Wir wissen nicht, was Akestratos über die kulinarischen Eigenheiten der boiotischen Stadt Tanagra zu berichten hatte. Aus den Inschriften wissen wir aber, dass es im 4. Jahrhundert so etwas wie einen Verein der Mageiroi gab, also eine Koch- oder Fleischervereinigung, die irgendwie mit der Traditions- und Qualitätssicherung zu tun hatte. 50 Kilometer westlich in Orchomenos drehte sich alles um die Produktion von Doppelflöten, sogenannten Auloi, die aus der hellenischen Klangwelt ja nicht wegzudenken waren. Das lokale Schilf eignete sich besonders gut für die Herstellung von hochwertigen Mundstücken, die dem Ton eine besondere
Klangtiefe verliehen. Von seinem lokalen Informanten erfuhr Theophrast, dass in Akkommenor seine eigene Aulos-Industrie bestand, in der technisches Know-how, kunstgeübte Produktion und musikalische Innovation zu einer pulsierenden lokalen Kulturszene zusammenwuchsen. Zu dieser Szene gehörte übrigens auch ein Festritual, es ist zu herrlich, bei dem die vorzüglichsten Exemplare der schon genannten Kopais-Aale zunächst begrenzt und anschließend als Opferspeise verzehrt wurden. In Hermione, ein weiteres letztes Beispiel, am Südrand des Saronischen Golfes drehte sich alles um Purpur, das aus den Sekreten mariner Schnecken extrahiert wurde. Die Gewinnung war arbeitsintensiv, es brauchte viel handwerkliches Geschick. War der Stoff aber erst einmal aufbereitet, kam er vielfach zum Einsatz. Spinnen, Weben, Färben, die kreative Fortschreibung lokaler Designs und Stile. Von den etwa 4000 Einwohnern der Stadt im 4. Jahrhundert hatte der allergrößte Teil irgendwie mit Purpur zu tun. Und sowohl im lokalen Kult wie auch in der Bauweise der Befestigungsmauern spielten die Stachelschnecken eine exponierte Rolle. Diese Beispiele illustrieren schlaglichtartig, wie sehr die gelebte Alltagserfahrung in der Polis im Band dessen stand, was in der Kunstgeschichte als Artisanal Epistemology bezeichnet wird. Solche Epistemologien von Können und Kennerschaft reichen weit über den handwerklichen Produktionsprozess hinaus, indem sich in ihnen eine Vielzahl von Alltags- und Lebenspraktiken bündelt, stellen Artisanal Epistemologies weite Sinnzusammenhänge her. Christian Meyer hat den Griechen ja schon vor Jahren ein besonderes Könnensbewusstsein bescheinigt, ein technisch-qualitatives Selbstverständnis, dessen Wirkung Meyer dann aber in der ihm eigenen Art auf zwei Felder begrenzt hat. Könnensbewusstsein ist für Meyer ein politischer Schlüssel, mit dem sich das Tor zur Entstehung der Demokratie, insbesondere in der Stadt, Epistemologien von Wissen und Können müssen aber nicht immer einem politischen Zweck geschuldet sein. Und sie sind diesem schon gar nicht automatisch unterworfen. Mit der Selbstvergegenwärtigung von lokalem Können und der Selbstverpflichtung auf Praktiken der Verbesserung, Fortschreibung, kurz der Optimierung, entstehen eigene gesellschaftliche Diskurswelten, die wiederum eigenen lokal kodierten Parametern folgen. Meine Damen und Herren, die Beobachtung, dass die griechische Welt in jeder Hinsicht fragmentiert war, ist natürlich nicht neu. Eine politisch-kulturelle und soziale Ökologie von kleinen und in der Regel überschaubaren Stadtstaaten, ihrerseits eingebettet in einen zersplitterten Naturraum, in dem schon auf engstem Raum erhebliche Varianzen in Temperatur, Niederschlag und Bodenbeschaffenheit dicht nebeneinander lagen, all dies hat dem Horizont seit jeher viel Aufmerksamkeit beschert. Davon zeugen wiederum unzählige Studien zur Ausdrucksseite des Lokalen, etwa zu lokalen Schriften, Schreibsystemen und Dialekten, lokalen Keramikstilen, zu lokalen Mythen und religiösen Traditionen und zum politischen Handeln, das von institutionalisierten Bürgerschaften diktiert wurde, die fortwährend von der Autonomie ihrer Stadt schwadronierten. In der Frage nach dem Verhältnis dieser fragmentierten Welt zu einem größeren Bezugsraum hat sich in den letzten Jahren viel bewegt. Griechenland ist Einheit und Vielheit zugleich, lokale und globale Welt in einem, wobei gerade der universale Deutungsrahmen dramatische Neuverhandlungen erfahren hat. In kaum einer anderen Disziplin der Humanwissenschaften hat die Debatte über Vernetzung und Konnektivität so grundsätzlich neue Ergebnisse zutage gebracht wie in der alten Geschichte. Eine wahre Flut von Studien, ihrerseits oft inspiriert von sozialen Netzwerken und Globalisierung. Diese Studien haben Konnektivität zum Schlüsselbegriff der Diskussion gemacht. Je nachdem, was die bevorzugte Wissenschaftssprache ist, die Geschichte der griechischen Welt jetzt also allenthalben entangled, verwoben oder croisé, Verflechtungsgeschichte, in der alles mit allem zusammenhängt. Und
diese sachliche wie thematische Verflechtung wird durch die Ansprüche eines dezentrierten Ansatzes verkompliziert. In den Worten der großen kanadischen Historikerin Natalie Seaman Davis: Wie sollten wir uns denn annähern an the subjects of descended social and cultural history, often local and full of concrete detail, and still address the perspectives of global history? Mit anderen Worten, wie können lokaler und globaler Handlungsraum voneinander isoliert werden, wenn wir wissen, dass jede lokale Lebenswelt ihre ureigene Essenz in das große Ganze einspeist? Die Aporien liegen schwer, denn die Beobachtung, dass alles gegenwärtig und andauernd verschränkt ist, lässt sich tatsächlich nur schwer in ein historisches Narrativ umsetzen. Weder Sprache noch Text funktionieren so. Global- und Vernetzungsgeschichte stellen insofern zunächst einmal eine nicht unerhebliche narrative Herausforderung dar. Gleichzeitig bestehen analytische Hürden. Wissenschaftliches Forschen heißt ja immer auch, Gegenstände zu trennen, sie zu isolieren, damit sie überhaupt erst untersuchbar werden. Meine Antwort auf die Herausforderung der neuen Vernetzungsgeschichte mag unorthodox erscheinen, aber wenigstens ist sie eindeutig. Jürgen Osterhammel hat schon vor einiger Zeit gefordert, dass die neuen Narrative von Globalgeschichte nicht einfach nur von oben nach unten erzählt werden, dass Globalisierung also nicht einfach nur aus globaler Perspektive geschrieben werden darf, sondern dass die entgegengesetzte Richtung von unten nach oben ebenso überzeugend ist. Obwohl schon vor geraumer Zeit vorgebracht und hier und da auch wiederholt, bleibt das methodische Instrumentarium zur Erschließung einer solchen Perspektive weiterhin stumpf. Von einer Soziologie des Lokalen, wie sie vereinzelt gefordert wurde, sind wir jedenfalls noch weit entfernt. Lokal gilt weiterhin als reduktionistisch und zellulär. Dabei hat der Begriff lokal nicht nur eine Ausdrucksseite, wie ich sie bereits vorgestellt habe, sondern er hat eine inhaltliche, normative Dimension, die Sinn und Ordnung stiftet. Ähnlich wie bei der Mikro- und Objektgeschichte impliziert die lokale Perspektive nicht automatisch eine Kompartmentalisierung komplexer Zusammenhänge, sondern sie denkt immer auch Kumulation mit. Wollen wir den Ansprüchen der neuen Vernetzungsgeschichte also gerecht werden, dann verlangt dies nach einer umfassenden, methodisch versierten Hinwendung gerade zu den lokalen Lebenswelten. Man kann das zu dem Plädoyer für eine lokale Wende zuspitzen. Karl-Joachim Hölkeskamp hat kürzlich ja darauf aufmerksam gemacht, dass mit der inflationären Häufung von Wenden und Turns nicht immer gleich grundstürzende Entdeckungen gemeint sind. Wissenschaftliche Turns kündigen keine revolutionären Paradigmenwechsel an, sondern die Erweiterung von Fragestellungen, Ansätzen und methodischen Zugriffen. Sie versprechen eine neue Schwerpunktsetzung. In diesem Sinne hat Barbara Stolberg-Rielinger auch so etwas wie einen gemeinsamen Kern der vielen Turns in der Wissenschaft herausgestellt, nämlich die, Zitat, Einsicht in die kulturelle Bedingtheit der menschlichen Existenz und die wirklichkeitserzeugende Kraft des kommunikativen sozialen Handelns. Mit just diesem Axiom, mit der Wirklichkeits- und Sinnkraft von sozialem Handeln, beginnt meine Perspektivierung von griechischer Geschichte. Mit der Frage also, wo sinnfälliges Handeln angesiedelt und von welchen Realitäten es eingehegt war. Und sie fragt umgekehrt, wie diese Diskurswelten eine eigene Gravitationskraft entfalteten, die menschliches Handeln mit Sinn erfüllten. Ich möchte nun drei Felder ausleuchten, auf denen der lokale Horizont griechischer Kultur besonders nachhaltig auf eine vernetzte Welt gewirkt und sich in dieser behauptet hat. Das wird Sie kaum verwundern, denke ich, dass es hier nicht um verzücktes Heureka geht. Kein Platz für die berühmte Denkfigur des Thukydides, das
dass die neue Generation ja sowieso immer besser alles weiß.